Foto. Können wir noch ein Headshake machen? Hallo? In Richtung Westen eröffnen. Für uns als überzeugte Europäer stand. Der Wiederaufbau Ihres Landes wird eine Generationenaufgabe. Kein Land, kein Geber, keine internationale Institution kann das alleine stemmen. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt gemeinsam die Weichen stellen, damit der Wiederaufbau gelingt. Die Ukraine ist Teil der europäischen Familie. Ich meine diese Zusage sehr ernst, in all ihrer Konsequenz. Wir wollen, dass die Ukraine Teil der Europäischen Union wird. Diese Entscheidung sendet auch ein Signal an private Investoren. Wer heute in den Wiederaufbau der Ukraine investiert, der investiert in ein künftiges EU-Mitgliedsland, das Teil sein wird unserer Rechtsgemeinschaft und unseres Binnenmarkts. Europas ist fest. An der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Wenn wir die Ukraine wieder aufbauen, dann tun wir das mit dem Ziel der Ukraine als EU-Mitglied im Kopf. Das heißt, den Logistik- und Transportsektor sowie die Verkehrsinfrastruktur gleich so aufzubauen, dass die Ukraine vollständig an den EU-Binnenmarkt angebunden wird. Mehr transparent und ein noch entschiedener. Und zugleich wünschen sich alle mehr Verlässlichkeit des Rechtsstaats, mehr Transparenz und einen noch entschiedeneren Kampf gegen die Korruption. Meine Damen und Herren,